Das Thema von 6 Minuten für Ihre Gesundheit ist dieses Mal die bleibende Sehschwäche. Und ich freue mich sehr, Herrn Alois Buchsbaum, den Geschäftsführer der Augenoptik der Barmherzigen Brüder in Linz, bei mir im Studio zu haben. Herr Buchsbaum, Sie sind ja auch der Leiter des Klinischen Instituts für Spezialsehhilfen und Sie werden uns alle wichtigen Fragen zum Thema beantworten. Gleich meine erste: Was ist denn eine bleibende Sehschwäche? Als bleibende Sehschwäche wird beschrieben eine nachhaltige Seheinschränkung oder eine Funktionsstörung des Auges, das weder mit optischen Hilfsmitteln wie Brille oder Kontaktlinsen noch mit Medikamenten oder chirurgischen Möglichkeiten behoben werden kann. Welche Ursachen für bleibende Sehschwächen gibt es denn? Man kann grob unter 3 Ursachen unterscheiden. Die erste Ursache sind meist degenerative Prozesse des Auges, meistens der Netzhaut bzw. der Makula. Eins der wesentlichen und bekanntesten Gründe ist die sogenannte AMD oder auch Makuladegeneration genannt. Hier kann man zwischen 2 Gruppen unterscheiden, zwischen der trockenen Makuladegeneration und der feuchten Makuladegeneration. Eine zweite Ursache sind sehr oft Spätfolgen von Erkrankungen wie zum Beispiel Zuckerkrankheit, Diabetes mellitus, aber auch Glaukom, Bluthochdruck oder eine sehr starke Kurzsichtigkeit. Es gibt noch eine dritte Ursache, die eher selten auftritt. Das sind genetische Veränderungen der Netzhaut, die oftmals schon im Kindheitsalter oder im Jugendalter auftreten. Sie haben jetzt schon das Alter angesprochen. Sind alle Personengruppen jeden Alters betroffen oder gibt es eine Altersgruppe, die besonders mit diesem Problem konfrontiert ist? Da die meisten Ursachen eher auf degenerative Prozesse oder Spätfolgen der Augenerkrankungen oder der allgemeinen Erkrankungen zurückzuführen sind, Personengruppen meist in der zweiten Lebenshälfte betroffen. Kann man da was dagegen tun? Kann man es reduzieren? Wie erwähnt, bei der bleibenden Sehschwäche kann man therapeutisch kaum bis keine Möglichkeiten durchführen. Es gibt aber sogenannte Spezialsehhilfen. Spezialsehhilfen bezeichnet man als optische technische Hilfsmittel, die verwendet werden, um die Seheinschränkungen zu lindern, teilweise die Einschränkungen zu reduzieren der betroffenen Patienten oder sogar die Eigenständigkeit noch länger erhalten bzw. verlängern zu können. Gibt es da spezielle Mittel? Können Sie mir da ein paar so Spezialsehhilfen zeigen? Eines der einfachsten Hilfsmittel ist die sogenannte Hellfeldlupe. Das ist eine Aufsetzlupe, die wir sehr oft bei Kindern, aber auch bei betagten Personen einsetzen, weil sie intuitiv verwendbar ist. Diese Lupe hat eine Vergrößerungswirkung und ist, wie gesagt, eben sehr, sehr einfach anwendbar und sogar bei Kindern oder Vorschulkindern gut anzuwenden. Es gibt weitere spezielle Lupen. Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Weiters gibt es Prismen-Lupenbrillen. Das ist eine Lupe, die in eine Fassung eingearbeitet wird. Oder auch elektronische Lesegeräte, wie es hier steht. Dieses Format gibt es in klein und mobil zum Mitnehmen, aber auch stationär zum Aufstellen zu Hause. Und ich habe es vorher erwähnt, es gibt immer mehr technische Hilfsmittel. Ich habe hier auch einen sprechenden Lesestab mitgenommen, der sozusagen gedruckten Text in Akustik umwandeln kann und sozusagen vorspricht. Man kann dieses Gerät auch kombinieren mit einem Headset oder sogar mit einem Hörgerät, das die betroffenen Personen akustisch den gedruckten Text sozusagen aufnehmen können. Wie kommen denn jetzt die Betroffenen zu diesen Sehhilfen? An wen wenden sie sich da am besten? Nach einer Abklärung einer bleibenden Sehschwäche, die durch Augenärztinnen und Augenärzte oder Kliniken festgestellt wird, können die betroffenen Patienten zu spezialisierten Augenoptikern gehen. Hier liegt eine Liste der spezialisierten Optiker bei der Augeninnung auf. Die Barmherzigen Brüder haben aber bereits vor 10 Jahren ein eigenes Institut für bleibende Sehschwäche gegründet, wo wir ausschließlich und schwerpunktsmäßig
die betroffenen Personen beraten, abklären und entsprechend auch Hilfsmittel vorführen. Jetzt eine ganz wichtige Frage für Betroffene: Übernehmen Krankenkassen die Kosten für diese doch wahrscheinlich teilweise recht kostspieligen Maßnahmen gegen die Sehschwäche? Grundsätzlich übernehmen Kassen einen oft beträchtlichen Anteil der Kosten. Es ist aber sehr abhängig von den jeweiligen Krankenkassen und die Versorgungsfälle müssen immer im Einzelfall eingereicht werden bei den Krankenkassen und meist chefärztlich bewilligt werden. Herr Buxbaum, ich darf mich bei Ihnen recht herzlich für Ihren Besuch bei uns im Studio bedanken und dafür, dass Sie uns so umfassend Informationen zu diesem Thema gegeben haben. Gerne. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, werde ich mich jetzt auch verabschieden. Ich versuche es aber mit dem Gerät. Danke fürs Dabeisein. Und bleiben Sie gesund.